Hey! Ja, ich habe in meiner Schublade ein ganzes Büschel mit Saiten gefunden, Ukulele-Saiten. Und dann kamen noch die Hasen von Ook Supply vorbei und haben gesagt, oh, Saiten, das haben wir auch, bis der Arzt kommt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich müsste man mal wissen, wie die klingen. Also irgendwie, man erzählt immer so viel von Saiten und die klingen so. Und jeder weiß, es hängt auch unglaublich von der Ukulele ab, auf der das gespielt wird. Dann habe ich gedacht, weißt du, wir machen mal einen Vergleich. Der funktioniert folgendermaßen, wir nehmen eine Ukulele und ich mache jede Woche einen Satz Saiten drauf, spiele die 3-4 Tage und wenn die Saiten eingespielt sind, dann mache ich eine Aufnahme damit. Okay? Gut, die Ukulele, auf der das passieren wird, ist diese hier. Die habe ich aus meiner Kiste rausgekramt. Das ist eine Ohana SK35. Und zwar ein ganz schön altes Modell auch schon. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich die vor 10 Jahren, das war eine meiner ersten Ukulelen, habe ich die vor 10 Jahren noch in London bei The Ukulele Store oder wie auch immer dieser Laden hieß, gekauft. Es ist eine Ukulele aus massivem Mahagoniholz und für damalige Verhältnisse war sie natürlich nicht so richtig billig. Die Holzqualität ist leider nicht so besonders. Und zwar ist die Ukulele auf der einen Seite, wie man sagt, da sind die Jahresringe weit auseinander, wobei mich das tatsächlich bei Mahagoni ein bisschen irritiert, dass man da überhaupt Jahresringe so deutlich sieht. Und dann haben wir hier die Jahresringe sehr eng liegend, sehr eng gewachsen. Kurz, das waren gute Jahre, da ist der Baum schnell gewachsen und da ist das Holz auch recht weich. Hier sind schlechte Jahre, da ist das Holz nicht so gut gewachsen. Das Problem, das jetzt entsteht, ist, dass sich dieses Holz anders dehnt als das. Ja, das weitjährige reagiert einfach anders als das engjährige Holz. Und vielleicht seht ihr das, wenn ihr so in die Spiegelungen guckt hier oben, dass die auf der einen Seite ganz verbeult ist und auf der anderen Seite ist sie eigentlich noch relativ glatt. Ja. Hier ist sie ganz verbeult, jetzt sieht man es sehr deutlich. Ja, das hat dazu geführt, dass sie auch schon man sieht, dass hier an ein oder zwei Stellen gerissen ist. Ja, hier und dann auch hier. Und da musste sie repariert werden. Dasselbe haben wir leider auf der Rückseite auch. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so erkennen kann. Also auch hier sind unglaublich viele kleine Macken drin und Dellen und Knicke. Aber hey, deswegen ist das keine schlechte Ukulele. Eine zweite Sache ist, was ich auf keinen Fall so wieder kaufen würde, ist ein Plastik-Binding. Das fand ich hübsch, aber es ist eben Plastik. Plastik wird mit Aceton geklebt. Und das, man sieht es, dass es ist an einigen Stellen schon abgeplatzt und aufgegangen. Das ist natürlich nicht so geil jetzt eigentlich. Aber egal, diese Ukulele ist ganz hervorragend geeignet, um für einen Saitenvergleich herzuhalten, weil sie ist so ein bisschen durchschnittlich. Ja? Sie klingt gut und sie ist eingespielt. Und ich denke mal, die meisten Ukulelen, die man so kaufen kann heutzutage, klingen so ähnlich irgendwie. Ja, man kann sich gut vorstellen, wie eine Saite auf dieser Ukulele klingt, ja? Also los geht es. Momentan sind übrigens für mich üblichen Saiten drauf, ist eine Low G und von Savary Concert. Das sind eigentlich sind das Gitarrensaiten. Dann wisst ihr so grob. Sehr dicke Nylon-Saiten. Die haben halt einfach dieses Plonk, dieses.
Yay.